Guten Tag, meine liebe Freunde. Heute machen wir weiter mit dem Thema Aminosäuren. Und zwar geht es um die Unterteilung von Aminosäuren. Es gibt Proteinogene, Aminosäure und Nicht-Proteinogene. Also proteinogene Aminosäure und nicht-proteinogene Aminosäure. Also wie der Name schon auch sagt, proteinogene Aminosäure, also bedeutet, dass diese Aminosäure oder diese Aminosäuren an der Teilnahme von Proteinbiosynthese, also in Primärsequenz oder Primärstruktur des Proteins teilnehmen werden. Nicht-proteinogene, das heißt, dass diese Aminosäuren nicht in der Translation in Primärstruktur bzw. in dem Sequenz teilnehmen werden. In unserem, also heute sprechen wir über, über die Proteinogene, über die proteinogene Aminosäuren. Und die sind in unserem Körper 20 plus 1, also haben schon 20 Aminosäuren und haben wir noch in der letzten Zeit auch ein Selenosystem. Das ist auch eine neue Aminosäure, die zur Liste hinzugefügt ist. Und ja, also wir sprechen heute nur über proteinogene Aminosäuren. Wie unterteilt man jetzt die Aminosäuren? Es gibt schon eigentlich verschiedene Unterteilungen. Laut der chemischen Struktur, da kann man die Aminosäure in aliphatisch, aromatisch oder heterozyklisch. Aliphatisch, das ist die normale, also wie Glycin, das ist aliphatisch, aromatisch Zyklus. Heterozyklisch, also das ist, das hat, also der Benzinring ist nicht komplett durch die Bindungen oder vielleicht auch, dass ein Stickstoff auch vorhanden ist. Okay, das ist laut des Strukturs. Wir haben noch eine andere Unterteilung und zwar laut des isoelektrischen Punkt. Und das könnte sauer oder neutral oder basisch auch. Also wir haben basische Aminosäure, haben neutrale Aminosäure und saure Aminosäure. Auch laut der Seitenkette. Also laut der funktionelle Gruppen zum Beispiel. Also wenn wir eine Carboxylgruppe, das ist jetzt negativ geladen, das ist jetzt hydrophil. Oder vielleicht auch haben wir hydrophobe Aminosäuren. Okay. Dann beginnen wir die Liste nach jetzt mit aliphatischer Gruppen. Wir haben hier Glycin. So sieht es aus. Also bitte nicht vergessen, die Aminogruppe liegt immer auf die linke Seite, weil wir in unserem Körper nur L-Aminosäure haben. Also das ist nur, das ist ganz wichtig beim Schreiben bzw. beim Zeichnen der Aminosäuren. Okay, also Glycin, das ist die erste Aminosäure und das ist achiral. Die anderen sind chirale Aminosäuren. Und der isoelektrische Punkt von Glycin, wie wir im letzten Mal gerechnet haben, liegt beim 6,06. Und ist hydrophil. Okay. Dann kommen wir zum Alanin. Alanin gehört zu den Aminosäuren, die hydrophob sind. Okay. Die hydrophob sind und entsteht aus Pyruvat.
durch Transaminierung. Und bitte nicht vergessen, Alanin ist keine essentielle Aminosäure. Es ist keine essentielle Aminosäure. Was ist eigentlich eine essentielle Aminosäure? Also Aminosäure, die wir in der Nahrung nehmen müssen, weil unser Körper diese Aminosäure nicht aufbauen kann. Deswegen müssen wir diese Aminosäuren durch die Nahrung bekommen. Okay? Und deswegen gibt es in unserem Körper 8 Aminosäuren, das werden wir aber später sagen. Aber essentiell bedeutet, dass wir durch die Nahrung nehmen müssen. Und die werden nicht von unserem Körper aufgebaut werden. Okay, dann haben wir noch hier Valin. Also der isoelektrische Punkt bei Valin liegt bei 6, ja fast 6. Und der hat hier verzweigt, ist schon verzweigt von Alanin. Da sieht man das hier. Da bildet man das so, CH, und dann werden so zweimal methyliert. Okay, dann haben wir noch Leucin und Isoleucin. Die sind auch fast ähnlich, nur einfach der Unterschied liegt hier. Okay. Ich mache nur einen schnellen Überblick über die Aminosäuren, dann spreche ich danach über die Schreibweise oder beziehungsweise wenn man die schreiben oder aufzeichnen will, zeichnen will. Okay, dann haben wir noch schwefelhaltige Aminosäuren wie Cystein und Methionin. Wir haben noch aromatische Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan. Tryptophan ist eigentlich kein, es hat schon einen Teil davon, ist schon Pinzynring hier, aber der andere Teil ist heterozyklisch. Okay, dann haben wir auch neutrale Aminosäuren. Die sind auch gekennzeichnet durch Alkoholgruppe hier. Okay, also Serin und Threonin. Dann haben wir noch die Amide, Asparagin und Glutamin. Und diese zwei sind von Aspartat, also von der saure Aspartat und Glutamat abgeleitet. Und haben wir Prolin. Prolin hat Pyrrolring oder Pyrrolidinring. Und dann haben wir die basische Seitenkette. Okay, also ich würde mal jetzt schreiben bzw. zeichnen, wie man am besten eine Aminosäure aufzeichnen kann. Ich habe so im Kopf immer behalten, laut des C-Atoms. Zum Beispiel, es gibt in unserem Körper Aminosäuren mit C, also zwei C-Atoms. Und das ist nur einer. Das ist Glycin. Okay, das ist nur mit zwei C-Atoms. Okay, dann machen wir jetzt die nächste 3-C-Atom. Wir haben Alanin. Ich zeichne immer die C-Atoms zuerst und dann den Rest mache ich. Okay, ich habe so gezeichnet und warte ich noch. Was fehlt hier? Dann bemerke ich, dass C hat 4 Verbindungen. Das heißt hier, ich muss hier 3 schreiben. CH3 schreiben. Okay, der nächste ist, dass ich auch C dreimal zeichne. Und dann hier H, O, Sorry, das ist jetzt nicht so richtig geschrieben. Das könnte man auch so richtig. So. Also entweder so. Ja. Okay. Und dann haben wir hier eine Verbindung in H3. Und dieser C hat 2 OH. Das ist jetzt Serin. Das ist jetzt Alanin. Und hier ist Serin.
Da kommt es noch ein mit drei C-Atoms und zwar Cystein. Okay, also das sind die drei Aminosäuren, die mit drei C-Atoms. Da konntet ihr das nicht vergessen. Also drei C-Atoms, drei Alanin, Serin und Cystein. Okay, Alanin, Serin und Cystein. Alanin, Serin und Cystein. Und was ist hier wichtig zu bemerken, dass Alanin, ja, wie gesagt, hydrophob ist. Serin hat eine Hydroxylgruppe. Serin ist schwefelhaltig. Cystein ist schwefelhaltig. Okay, nochmal. Also, Glycin hatten wir schon hier. Zwei C-Atoms. Drei C-Atoms oder drei Kohlenstoffatome. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und dann den Rest ergänzen wir. So, ich lösche das alles nochmal hier ab. Und dann mache ich weiter. Dann 4 Kohlenstoffatome. 3, 4. Bei diesem gibt es einen, der heißt Homoserin oder Homoserin, aber es ist keine proteinogene Aminosäure, aber ich schreibe es das trotzdem hier. Okay, Homoserin. Und dann macht man das wie normal. Und dann hier H2 nochmal und dann UH. Okay, das ist Homoserin. Dann haben wir Homocystein. Das ist fast ähnlich mit kleinem Unterschied. Ein, zwei, drei, vier. Okay, dann schreibe ich hier 2 und dann nochmal hier H und dann hier SH. Okay. Das ist Homo Sustain. Wir haben noch hier Methionin. Methionin oder Methionin, beide sind richtig. Schreibe ich mal hier 4 C-Atoms. Und wie immer H2. Und dann nochmal H2. Und dann hier SH. Okay. Der Unterschied, achso, das habe ich hier nicht so richtig geschrieben. Es liegt hier so. Das ist nur CH. Okay, das ist nur der Unterschied zwischen den beiden. Okay, das ist Methionin. Und dann haben wir noch Threonin. Das ist auch 4 kohlenstoffatomhaltig. Ja, das kann man auch so zusammenfassen. Also CH3 einfach so. Okay, hier, es ist auch zu bemerken, gibt es hier eine OH-Gruppe, also bei Threonin.
wie bei Serin. Das sind zwei alkoholgruppenhaltige Aminosäuren. Okay, also hier nochmal die 4C oder 4 Kohlenstoffatome. Wir haben hier 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, und wie immer schreiben wir die Kohlenstoffatome zuerst und dann ergänzen wir. Das ist ähnlich bei allen. Normalerweise CH2 auch, außer bei Threonin. Und nicht vergessen, auch bei Homoserin hat schon eine OH-Gruppe. Okay. Ich lösche das auch alles hier. Dann machen wir weiter mit 5C-Atome. Mit 5C-Atome, dann haben wir saure Aminosäuren. Und zwar haben wir Aspartat und Glutamat. Aber Glutamat ist 4C-Atome. Das habe ich vergessen beim letzten zu schreiben. Okay, also 2, 3, 4, 5. Okay, was ich hier immer bei die sauren Aminosäure schreibe, dass ich die ersten und die letzten zuerst schreibe und dann ergänze ich. Dann hier H2 und dann nochmal hier H2. Das ist Aspartat. Glutamat sieht das gleiche aus, aber mit einem kleinen oder mit einem niedrigen Kohlenstoffatom, also mit 4C. Das heißt 1, 2, 3, 4. Dann machen wir das wie immer so. Dann machen wir das hier. Und ist das so? Das ist Glutamat. Okay, das ist 4C-Atoms. Okay, dann machen wir weiter mit 5C-Atome. Wir haben noch Arginin. Arginin. 1, 2, 3, 4, 5. Argin ist ein bisschen schwerer als die normalen. Dann hat man hier CH. 2, dann haben wir noch hier mal H2 und dann hier H2. Bis jetzt ist ganz normal, aber was danach kommt, ist nicht normal. Und zwar, wir machen hier N, also Stickstoff, und dann haben wir hier ein Wasserstoffatom und dann hier C. Doppelbindung NH2. Dann in H. Okay. Also Arginin heißt das. Und Arginin gehört zu den basischen Aminosäuren. Was ist auch hier wichtig zu wissen, dass Arginin eine Guanidingruppe hat. Das ist hier. Das ist eine Guanidingruppe und das sieht man auch in Harnstoffzyklus, also später nicht jetzt, aber das nennt man hier Guanidingruppe. Okay. So, dann machen wir weiter. Wir haben noch Valin. Wir zeichnen 3 jetzt und so, dann haben wir hier noch 2. Das ist Valin. Okay. Okay, nochmal
die fünf Kohlenstoffatome. Wir haben Aspartat als eine Aminosäure, die sauer ist. Schreibe ich auch das hier darunter. Saure Aminosäure. Und wir haben Arginin, also basische Aminosäure. Das kann man auch hier sehen. Also beim Aspartat sieht man hier zwei Carboxylgruppen, also mehr Carboxylgruppen als Aminogruppen, dann ist es sauer. Bei Arginin sieht man hier, das hat mehr Aminogruppe als Carboxylgruppe, dann das ist hier basisch. Bei Valin, das ist ein Hydrophob. Ja? Das ist hydrophobe Aminosäure. Okay, das sind die drei 5 kohlenstoffatomhaltige Aminosäure. Es gibt noch Ornithin. Ornithin auch, das ist aber nicht proteinogene Aminosäure. Das machen wir aber nicht jetzt. Okay, dann ich lösche das hier nochmal aus. Wie gesagt, Glutamat auch ist 4C-haltig. So, okay, dann kommen wir weiter noch ein Stückchen und zwar zu den 6C. Bei den 6C-Atoms haben wir drei und zwar Lysin, Isoleucin und Leucin. Das kann man auch nicht vergessen. Die Familie Lysin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, bei Lysin, das ist eine basische Aminosäure. Lysin ist eine basische Aminosäure. Das heißt, es hat mehr eine NH-Gruppe als die anderen Aminosäuren. Okay, dann den Rest mache ich mit H2. Das ist Lysin, ganz einfach zu schreiben. Einfach nur bemerken, das ist eine basische Aminosäure und dann es wird am Ende die Aminogruppe geschrieben und dann weiß man das. Okay, dann haben wir hier noch Isoleucin. Eigentlich, das kann man auch so schreiben. NH2 oder NH3 plus hier. Also beide sind richtig. Okay, dann wir haben hier CH. 3 und hier H und dann hier nochmal 2 und CH3. Okay. Ach ja, das habe ich hier was falsch geschrieben. Moment. Hier. Vielleicht ist hier. Dann also mit diesem wäre ein C eigentlich hier geschrieben. Deswegen 1, 2, 3, 4. 5, 6. Wir brauchen die unteren hier nicht. Okay, dann haben wir hier noch H2 und H3. Das ist Isoleucin. Okay, dann haben wir noch zum Letzt Leucin. Beim Leucin so. Dann haben wir hier 2H in. Okay, und dann schreibe ich mal hier H2 und dann hier H. Und dann hier CH3. Das ist Leucin.
Das ist, wie gesagt, 6C-Kohlenstoffatom haltig. Okay, also nochmal hier. Wir haben hier Lysin, das ist eine basische Aminosäure. Dann gucke ich erstmal die Aminogruppen, dann finde ich hier 2. Den Rest mit CH2, CH2, CH2. Bei dem Isoleucin, dann gucke ich mal hier, das ist ganz normal. Dann habe ich ein C, 2, 3 und das ist hier 4, 5 und dann 6. Das gleiche auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also das sind die drei 6-Kohlenstoffatomhaltige Aminosäuren. Okay, ich lösche das auch nochmal. Okay, dann kommt jetzt die aromatische Gruppen. Was haben wir von aromatischen Gruppen? Wir haben eigentlich zwei: Tyrosin und Phenylalanin. Phenylalanin schreibe ich zuerst. Es ist Phenyl, also Phenolgruppe mit Alanin. Das heißt auch so. Dann schreiben wir Alanin war eigentlich so geschrieben. Und dann hier haben wir CH, Alanin hat CH3, aber hier haben wir CH2, weil es wird mit einem Zyklus verbunden. Okay. So, das ist Alanin. Phenylalanin, sorry. Phenylalanin. Wenn man dieses Aminosäure oder diese Aminosäure hydroxyliert, dann kriegt man Tyrosin. Ganz einfach. Und dann haben wir hier UH-Gruppe. Das ist der Unterschied zwischen Phenylalanin und Tyrosin. Okay, also das sind aromatische Gruppen, diese zwei. Diese zwei. Tyrosin ist hydroxyliert und Phenylalanin ist ohne Hydroxylgruppe. Tyrosin ist aromatisch und das ist keine Alkoholgruppe, sondern eine Phenylgruppe. Das muss man auch wissen. Okay, dann kommen wir zu den heterozyklischen Ring. Heterozyklisch. Dann wir haben drei: Histidin, Tryptophan und Prolin. Manche betrachten Tryptophan auch als aromatisch, manche nicht. Ja, aber so wurde es gezeichnet. Also mit Histidin. Es sieht genauso wie Alanin mit einem Imidazolring. Das werde ich auch jetzt zeichnen. Das ist bis jetzt Alanin. Dann haben wir hier das ist jetzt, was ich zeichne, ist eine Imidazolring. Da sieht man auch im Hämoglobin. Und dann haben wir hier auch noch ein N und H. Dieses Ring nennt man Imidazolring. Das ist also das Molekül heißt Histidin und ist Imidazol Ring. Und das habe ich schon am Anfang gesagt, das benutzt man als Ligand für Metallionen. Also es ist eine basische auch Aminosäure. Dann haben wir noch hier Tryptophan. Tryptophan schreiben wir auch zuerst ein Alanin.
Und dann schreiben wir das nochmal hier. Ich kann nicht so gut zeichnen, deswegen mache ich das manchmal auch nicht so richtig. Aber ist das so? Ja, hier, das nennt man auch dieser Ring hier, Indolring. Also ist Imidazol hier. Das ist Imidazol. Das ist Indol. Indolring. Und das Molekül hier oder Aminosäure hier heißt Tryptophan. Dann kommen wir zu dem letzten Aminosäure und manche betrachten es auch als keine Aminosäure, sondern eine Iminosäure. Und es heißt Prolin, das schreibe ich hier. Oder das zeichne ich hier. Also wir haben nachher, wie immer, CH. Warum? Weil es hat die richtige NH-Gruppe nicht. Okay, ich gucke mal hier, wie es aussieht. Okay. Es sieht so aus. Das nennt man Prolin. Und das ist, wie gesagt, keine richtige Aminosäure. Deswegen, wenn dieses Aminosäure in dem Primärsequenz auch erscheint, dann es macht ein Knicken in der Seitenkette der Sekundärstrukturen oder Primärstrukturen. Okay. Das nennt man erstmal hier Prolin. Und das ist ein Iminsäure. Nicht Aminosäure, nicht Aminosäure. Okay, das war schon die kurze Zusammenfassung für die Schreibweise von den Aminosäuren. Dann gucken wir jetzt zu schnell nochmal hier was auf Englisch. Wir haben hier Nonpolar, also hydrophob. Hydrophob, aliphatisch. Ja, also haben hier Glycin, Alanin, Valin, Leucin, Methionin und Isoleucin. Die Hydrophile, meine ich, sind die Aminosäuren, die entweder eine Alkoholgruppe, wie hier zum Beispiel Serin oder Threonin, die hatten eine Alkoholgruppe, oder auch die eine Cystein, also eine schwefelhaltige Aminosäuren. Auch die Amide, also Glutamin und Asparagin. Das sind die Amide von Aminosäuren. Das habe ich nicht gezeichnet, weil man kann das eigentlich theoretisch ganz normal von dem, von den Säuren, von den sauren Aminosäuren Glutamat und Aspartat ableiten. Okay. Und wir haben noch Prolin. Das sind die polaren bzw. hydrophilen Amino oder hydrophile Aminosäuren. Dann haben wir die aromatische Gruppen. Oder aromatische, die sind Zyklen, wie hier. Das sind Tryptophan, Tyrosin und Phenylalanin. Dann haben wir noch hier positiv geladenes Molekül. Das sind die basische Aminosäuren. Also positiv geladen bedeutet basisch. Basisch. Und negativ geladen sind saure Aminosäuren. Also haben hier Aspartat und Glutamat, das haben wir auch gezeichnet. Dann zuletzt komme ich hier zu einem Foto, die finde ich wirklich sehr sinnvoll, wenn man das so auch gut beherrscht. Also hier, das ist aliphatisch, also mit rotem, zum Beispiel hier, das ist aliphatisch. Wenn es grün ist, dann das ist aromatisch, wie Tyrosin hier. Acidic, also Säure oder sauer. Basisch. Hydroxylik, also Alkoholgruppe, Hydroxylgruppe, schwefelhaltige, Amid, Non-Essential und Essential. Also essentiell oder essentielle Aminosäuren sind, wie ich eben gesagt habe, die man durch die Nahrung nehmen muss. Nicht essentielle Aminosäuren, das sind die Aminosäuren, die unser Körper selber durch einige andere Aminosäuren aufbauen kann.
Zum Beispiel wie Alanin. Alanin könnte man theoretisch durch Serin oder durch Glycin aufbauen kann. Okay, ja, das könntet ihr das nochmal angucken. Und ja, das war's für heute. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Das ist bei mir jetzt Sonntag. Und bis zum nächsten Mal.